Wir kommen dann gleich zum nächsten Vortrag. Der Herr Schweinsberg von Schorisch Ezel, ehemals IVG, der regionale Kavernenbetreiber hier, wird uns mal erzählen, was er für Möglichkeiten sieht. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herr Brandes, vielen Dank für die kurze Einführung. Ich möchte Ihnen in meinem Vortrag vorstellen, wie die Energiewende oder welchen Beitrag unsere Region für die Energiewende leisten kann und insbesondere, was der Speicherbetrieb in Ezel als Baustein in dieser Energiewende leisten könnte. So. Unser Name wurde eben schon mal zitiert. Offiziell heißt er Storag Ezel. Ist ein neuer Name. Wir tragen ihn seit 6 Wochen. Also den meisten von Ihnen ist wahrscheinlich IVG Caverns etwas geläufiger, aber das war früher. Heute nutzen wir diesen Firmennamen. Ansonsten hat sich im Prinzip in unserer Gesellschaft nichts verändert. Das ist nur der neue Name. Ja, zum Inhalt meiner Präsentation. Ich gehe am Anfang so ein bisschen auf die energiepolitischen Gegebenheiten ein, um anschließend auf die Herausforderung beim Einsatz erneuerbarer Energien nochmal einige Aspekte hervorzuheben. Dann, wie gesagt, Lösungsmöglichkeit, das ist ja das Thema heute, Power to Gas. Wie gehen wir damit um in dieser Region? Rolle der Kavernenspeicher in diesem System, Erfahrung und Anforderung an die H2-Speicherung und zum Schluss eine Zusammenfassung. Ja, um immer erst in das Thema einzusteigen, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Energiewende? Die Bundesregierung sagt dazu, rasche, komplette Umgestaltung der Energiewirtschaft, Einsatz erneuerbarer Energien als Alternative zur Atomkraft, klimafreundliche Energieproduktion, CO2-Reduktion ist schon mehrfach erwähnt worden, und Energieeinsparung. Das ist also mehrstufig das Thema. Was sind die Ziele? Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2035 mit einem Anteil an der Stromerzeugung auf 60% zu steigern. Neuorganisation des Strommarktes, Netzausbau, Stärkung der Energieeffizienz bis 2050 soll der Energiebedarf in Deutschland, Primärenergiebedarf, auf 50% reduziert werden. Wenn wir uns jetzt mal den Primärenergieverbrauch in Deutschland ansehen, dann ist er natürlich dominiert von den fossilen Brennstoffen, das ist ganz klar. Die Erneuerbaren machen zurzeit 2015 12,4% dieses Primärenergieverbrauchs aus. Das ist nicht sehr viel. Selbst wenn wir betrachten, dass es bis 2030 verdoppelt werden soll, dann sind wir gerade bei 25%. Das sind also keine Riesenschritte, aber immerhin der richtige Weg, das ist ganz klar. Wenn wir uns jetzt diesen Anteil der Erneuerbaren mal weiter aufdröseln, dann erkennen wir, dass die Windkraft zurzeit 2,4% und die Photovoltaik 1% des Primärenergieverbrauchs Deutschlands ausmachen. Das ist also immer noch sehr wenig. Bezogen auf Strom sieht es natürlich anders aus. Da ist die erneuerbare Energie schon wesentlich weiter voran. Bei Strom sind es immerhin schon 60%. Aber wie gesagt, Gesamtenergieverbrauch in Deutschland teilt sich ja in verschiedene Sektoren auf. Wir haben Wärmemarkt, Industrie, Mobilität. Und Strom, wie wir erkennen, macht im Grunde nur ein Fünftel der Herausforderung aus. Und beim Ziel einer vollständigen Energiewende müssen wir also dieses Brett, sage ich mal, Wärme, Mobilität und Industrie, dieses dicke Brett, das müssen wir wirklich bohren. Und das ist eine Herausforderung, die wir also im Prinzip schleunigst anfangen müssen. Wie gesagt, zurzeit ist es so, dass etwa 30% der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung beitragen. Wir können also feststellen, erneuerbare Energien sind überwiegend elektrische Energien, über die wir uns jetzt unterhalten. Ist gekennzeichnet durch fluktuierende Produktion aus Wind und Sonne. Das heißt, Windkraftanlagen und Photovoltaik ist zurzeit noch nicht grundlastfähig. Angebot und Bedarf bei elektrischem Strom passen häufig nicht zusammen. Haben wir auch schon gehört an verschiedener Stelle. Kumuliert haben wir übers Jahr gesehen ein Drittel Unterkapazität und 2/3 Überkapazität. Und wenn wir Erneuerbaren ausbauen, also noch mehr Windstrom und Photovoltaik in den Markt reinbringen, wird dieses Verhältnis noch ungünstiger, wenn wir nicht gegensteuern. Gefahr für die Netzstabilität und das Problem des zu vielen Stroms am Markt. Wie reagieren wir zurzeit darauf? Wir regeln ab den Überschussstrom. Abschaltung von Windkraftanlagen allein 2015 hat sich diese Energiemenge auf 3 Terawattstunden
angehäuft. Dadurch sind Kosten entstanden von 250 Millionen Euro für den Verbraucher. Quelle ist hier ein Spiegelartikel, der also vor kurzer Zeit erschienen ist. Wir müssen konventionelle Kraftwerksleistungen abschalten bzw. den Strom abverkaufen an der Börse oder den Strom exportieren. Das ist natürlich nicht sinnvoll und dabei habe ich, sage ich mal, eine sehr höfliche Ausdrucksweise gewählt. Wie sieht die Lösung zur Nutzung der Überschussenergie aus? Flexible Steuerung ist natürlich ein Thema, Smart Grids, ein viel zitiertes Wort oder ein Begriff, der aber auch noch nicht umgesetzt ist. Also daran müssen wir auch noch arbeiten. Es gibt sicherlich da auch Forschungen, die es möglich machen, den Strom vernünftig zu verteilen, sodass er auch effektiv genutzt wird. Aber der andere Punkt ist natürlich eine flexible Zwischenspeicherung, über die wir jetzt heute Vormittag schon gesprochen haben. Bei kleinen Mengen haben wir die Möglichkeit, elektrochemische Lösungen zu suchen, Batterien, Akkumulatoren und so weiter. Bei größeren Mengen hilft nur die Transformation, das heißt die Umwandlung von Strom in speicherbare Energie, entweder mechanisch, chemisch oder thermisch. Mechanisch sind eben Pumpspeicherwerke, Druckluftspeicher, chemisch als Beispiel Power to Gas, das ist das Thema heute, Power to Liquids oder Power to Heat. Und dann haben wir das Thema Energierückgewinnung. Damit ist ja auch nochmal Energieverbrauch verbunden, um die Energie wieder in elektrischen Strom zu verwandeln. Erfordernisse: Wir müssen in die Netze investieren, das haben wir auch schon mehrfach gehört. Die Technologie muss sich weiterentwickeln, neue Infrastrukturen müssen geschaffen werden, die Systeme müssen effizienter entwickelt werden und betrieben werden und wir müssen ganz wichtig Synergien nutzen. Das ist, sage ich mal, der Einstieg in das Thema. Wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, Synergien zu nutzen, dann können wir, glaube ich, das Gebetsbuch zuschlagen. Hier auch das Prinzip nochmal dargestellt, kennen Sie alles, dass man über Elektrolyse Wasserstoff herstellt. Mit dem Wasserstoff kann man eine weitere Methanisierung vorantreiben, um CH4, also künstliches Methan, herzustellen. Ich sage mal, der rechte Teil, hoppla, das war die falsche, rausgegangen, Entschuldigung. Den rechten Teil der Grafik, den kennen wir, das ist also die konventionelle Speicherung von Erdgas. Aber wir sind ja daran interessiert, möglicherweise auch den Wasserstoff in Kavernen zu speichern. Das sollte kein Problem sein, die Möglichkeiten bestehen dazu. Dazu komme ich gleich, um, sage ich mal, den Strom, die Stromnetze mit dem Gasnetz zu verbinden. Das ist ja, sage ich mal, das Ziel hinter Power to Gas, um, sage ich mal, diese großen Wirknetze zu nutzen. Und mit den Gasen kann man natürlich die Industrieversorgung, Mobilität vorantreiben, Stromerzeugung und Wärmemarkt entsprechend versorgen. Ja, die grüne Wertschöpfungskette im System Power to Gas sieht, wie gesagt, die Kopplung dieser beiden Systeme vor. Dazu müssten die Anlageninfrastrukturen zielgerecht entwickelt werden, also die neuen Anlageninfrastrukturen, Elektrolyseure und so fort. Was es da für Probleme gibt, das hatten wir gerade im vorherigen Vortrag gehört. Grünen Strom zu erzeugen, sage ich mal, da sind wir ja schon kräftig dabei. Windkraftanlagen, Photovoltaik, das alles, das funktioniert ja auch und wird massiv weiter ausgebaut. Wir haben ja zweistellige Zuwachsraten zurzeit, was diesen Markt angeht. Das ist schon enorm, wird natürlich auch entsprechend subventioniert. Was bei uns jetzt, sagen wir mal, die Schwierigkeit bereitet, ist, diesen Überschussstrom in Gas umzuwandeln. Überschussstrom, das ist das Thema, denn nichts ist unsinniger, als den Strom nicht direkt zu verbrauchen. Und dann geht es darum, diesen umgewandelten Strom in Gas auch zu speichern, das Gas zu verteilen, das Gas nutzen. Die letzten drei Punkte sind im Prinzip ja realisiert, damit arbeiten wir ja tagtäglich und seit Jahrzehnten. Und wie gesagt, was Gasspeicherung angeht, jetzt kommen wir zu den Kavernen, da sind wir hier in der Region natürlich ein Partner, da können wir die Synergien, die wir hier in der Region haben, nutzen. Windkraftanlagen gibt es genug, wir haben Offshore-Wind auch noch, der demnächst in großen Mengen hier an die Küste kommt. Wir haben Gastransportnetze, die zur Verfügung stehen, die können das alles abfedern. Aber wo der Juckepunkt ist, das ist tatsächlich die Elektrolyse, diesen Überschussstrom in Gas umzuwandeln. Da hakt es an allen Ecken und Enden. Das ist der Bottleneck zusammen mit der Methanisierung. Das funktioniert alles. Das sind ja erprobte Verfahren. Die funktionieren aber letztendlich auf kleinerem, nicht industriellen Maßstab. Und wir müssen das ganze System ja hochpushen, sage ich mal, dass es industriell auch wirkt. Dann wird erst ein Schuh draus.
Also diese Prozesse mit der Elektrolyse und Methanisierung, die sind natürlich sehr energieintensiv, die sind teuer zurzeit noch. Sie haben eine zu geringe Durchsatzleistung zurzeit und sind sehr unflexibel. Wir haben zwar schon Modelle gesehen, die räumlich begrenzt funktionieren, aber wir sitzen ja nicht hier auf dem Ponyhof, sage ich mal, wir müssen ja ganz Deutschland versorgen, beziehungsweise auch in Zusammenarbeit mit Europa das Ganze betreiben. Das ist ja nicht nur so, sage ich mal, mit Scheuklappen zu sehen, das Thema. Gut, ja, wenn wir uns mal die Infrastruktur in Deutschland ansehen, was jetzt Wind- und Solarenergie angeht, sowie auf der anderen Seite Poren- und Kavernenspeicher, dann gucken Sie nicht so genau hin, gucken Sie sich einfach nur die Größe dieser Balken an und die Häufigkeit dieser bunten Punkte, die wir haben. Und da erkennen Sie ganz deutlich, dass Niedersachsen, also sage ich mal, eine Konzentration sowohl von Energieproduktionsanlagen wie auch von Speichermöglichkeiten darstellt. Wir haben in Niedersachsen sehr viele, sehr leistungsfähige Untergrundspeicher. Wir haben auf der anderen Seite eben auch sehr viele Windkraftanlagen. Und das gilt es jetzt zu bündeln, diese Kräfte zu bündeln, die wir hier haben. Und die Erfordernisse, die sich daraus ergeben, die müssen wir also vernünftig umsetzen. Insofern kann man wirklich sagen, Niedersachsen ist Spitze bei Windkraftproduktion und Untergrundspeicherung. Jetzt kommen die Kavernen ins Spiel. Kavernenspeicher, insbesondere die in Ezel, weil sie sehr groß ist, eine der größten Europas, ist von strategischer Bedeutung für die Energieversorgung und Sicherheit in Deutschland und ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor in der Region. Der Nordwesten Deutschlands ist durch den Ausbau von Windparks schon jetzt einer der wichtigsten Energieregionen oder die wichtigste, sage ich mal, in Deutschland. Das haben wir vorhin von der Ministerin schon gehört. Und wie gesagt, Kavernen können eine Schlüsselrolle übernehmen, da sie sich, wie gesagt, zur Speicherung von Wasserstoff und Methan, ist das ja schon geübte Praxis, eignen. Natürlich auch von künstlichem Methan, also SNG, Synthetic Natural Gas. Also das alles ist machbar. Und dafür sind Pilotanlagen notwendig, Elektrolyseure und so weiter gibt es ja schon eine ganze Reihe. Es gibt auch Versuchsanlagen, den Wasserstoff direkt ins Netz einzuspeisen. Also auf dem kleinen Maßstab funktioniert das noch sehr gut, aber wir müssen das, wie gesagt, hochpushen, damit die Energiewende auch gelingt. Ja, unser Potenzial liegt im Untergrund. Wir haben zurzeit 24 Ölkavernen mit einer Kapazität von 10 Millionen Kubikmetern. Ein Großteil der strategischen Erdölreserve liegt in Ezel. Wir haben darüber hinaus inzwischen 51 Gaskavernen entwickelt mit einer Speicherkapazität von 4,5 Milliarden Normkubikmetern. Damit sind wir Deutschlands größter. Wer der größte ist, da wird sich immer darüber gestritten. Aber wir sind zumindest mit in der Top-Liga auf alle Fälle. Die Anbindung an Versorgungssysteme, Öl, Gas und Strom ist auch vorhanden. Hier sehen Sie unsere Anlage, soweit Sie uns noch nicht besucht haben. Wir haben ein Informationszentrum in Ezel. Wenn Sie noch nicht da waren, besuchen Sie uns mal. Erfahren Sie also sehr viel Wissenswertes über die Untergrundspeicherung. Das kann ich heute nicht leisten, hier an dieser Stelle. Aber wie Sie sehen, haben wir natürlich eine ganze Menge Partner am Standort. Wir haben das Ezel Gaslager, das ist eine Speicheranlage links unten, die schon seit über 20 Jahren in Betrieb ist für Erdgasspeicherung. Wir haben in den letzten Jahren noch drei weitere große Gasspeicheranlagen dazu bekommen. EKB, Ezeler Kavernenbetriebsgesellschaft, ESE, Ezeler Erdgasspeicher Ezel und die Friedeburger Speichergesellschaft Christel. Hinter diesen Namen verbergen sich Konsortien und Sie können sich vorstellen, dass in diesen Konsortien ja alle großen Gasversorgungsunternehmen Europas vertreten sind. Netzanbindung ist an für sich für Ezel hervorragend. Das ist ja nur ein Ausschnitt aus dem europäischen Gasnetz, aber wir haben eine sehr gute Anbindung über die Gasversorgungsleitungen aus Norwegen. Wir können Gas aus Holland bekommen, aus den Niederlanden. Wir kriegen Gas aus Russland natürlich auch in erheblichem Maße über den Umweg, Pipelines, über das südoldenburgische Versorgungsnetz. Also wir sitzen also sehr gut in diesem Versorgungsnetz drin. Auf das Ölthema muss ich hier nicht eingehen, wir reden hier über Power to Gas. Energiewende benötigt die Speicherkapazität, da müssen wir uns, glaube ich, an dieser Stelle nicht groß unterhalten, auch nicht groß streiten. Das Ganze funktioniert nur mit Speichern. Wie sie genutzt werden, wann sie kommen, im großen Maße, das hängt von der energiewirtschaftlichen Entwicklung ab. Aber wie gesagt, die Kavernen können da eine Rolle spielen. Wie gesagt, sie sind Großspeicher, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir reden hier nicht über 10er Kubikmeter oder 100er von Kubikmeter pro Stunde, die da vielleicht in so eine Kaverne geliefert werden. Wir reden hier über Einspeise,
Dimensionen von 50 bis über 100.000 Kubikmeter pro Stunde. Und dazu sind die Elektrolyseure für Wasserstoff zurzeit nicht in der Lage. Da müssen wir also ganz anders denken. Da müssen wir also diese Anlagentechnologie ganz anders entwickeln, damit überhaupt die Kavernen erst ins Spiel kommen. Wir haben, wie Sie vielleicht wissen, in den vergangenen Jahren, das liegt jetzt also auch schon 5-6 Jahre zurück, auch mal versucht, hier in Norddeutschland eine Demonstrationsanlage Windwasserstoff zu entwickeln. Das Ganze geht am Anfang immer euphorisch los, wie das immer so ist in Projekten. Aber wenn es ums Geld geht und um die Aufteilung, wer macht was, spätestens dann wird es dann schwierig. Ich kann nur sagen, von unserer Seite, von der Kavernentechnik her, hätten wir damit keine Probleme, Wasserstoff zu speichern. Wir haben das hier mal so skizziert, wie das aussehen könnte. Auf der Anlage selber müsste natürlich auch ein Einspeiseverdichter vorhanden sein mit einem Nachkühler. Möglicherweise auch Pufferspeicher, also über Tagetanks, um eine gleichmäßige Versorgung dieses Verdichters zu gewährleisten. Und dann geht das schon los, dann geht praktisch der Wasserstoff in die Kaverne rein. Und wenn man den Wasserstoff braucht, lässt man das Ventil, öffnet man das Ventil, das Gas kommt aus der Kaverne heraus, es wird getrocknet, kommt dann entweder kommt in die Druckreduzierung oder wenn ein niedriger Druck schon erreicht ist, muss man möglicherweise wieder verdichten, um in das Gasnetz von 70 Bar einspeisen zu können. Im Prinzip ist das die Technologie, die wir vor Ort brauchen. Alles andere ist die Peripherie herum, um uns erstmal Wasserstoff zu liefern. Aber Sie sehen schon an der Kavernendimensionierung, selbst wenn das eine kleine Kaverne ist, für unsere Verhältnisse von 100.000 Kubikmetern, dann könnten wir in dieser Kaverne ein Arbeitsgas von 13 Millionen Kubikmeter Wasserstoff speichern. Und das ist ja schon eine ordentliche Menge. Das muss da erstmal rein. Sie brauchen natürlich auch, das hängt an der Technik der Kaverne, Sie brauchen natürlich auch Kissengas, also praktisch einen Minimumdruck, der in dieser Kaverne gehalten werden muss. Das ist also ein Volumen, das erstmal für den Handel nicht zur Verfügung steht und das macht etwa ein Drittel des Kavernenvolumens aus. Aber wie gesagt, das ist an für sich übliche Technik, mit der wir tagtäglich umgehen. Anforderungen an die Speicherung von Wasserstoff. Wasserstoff wurde auch schon erwähnt, ist ja nicht ein ganz einfaches Medium, es ist sehr explosibel. Hat sehr kleine Moleküldurchmesser. Deswegen muss man also bei der Wasserstoffspeicherung schon erhöhte technische und organisatorische Anforderungen an Anlagen und Arbeitssicherheit stellen. Aber das ist sicherlich kein Problem. Materialien, die wasserstoffresistent sind, gibt es. Das ist also auch kein Hexenwerk. Das sind meistens Chrom-Nickelstähle, die also als Edelstähle ohnehin Verwendung finden. Dann müssen wir natürlich einen Regelungsrahmen haben, der es uns ermöglicht, diesen Wasserstoff entweder ins Netz einzuspeisen oder überhaupt diese Technik umzusetzen. Wir haben natürlich höhere Anforderungen an Sicherheitstechnik und Qualitätsmanagement steht auch dahinter. Aber alles, sage ich mal, gängige Voraussetzungen, die in der Industrie ohnehin heutzutage üblich sind und die ohne weiteres auch erfüllbar sind. Ja, Wasserstoff in Salzkavernen. Wie ich sagte, technisch kein Problem. Es gibt Referenzanlagen bereits in England, in den USA, meistens im Zusammenhang mit den großen Chemieanlagen, die dort Raffinerien und so weiter, die Wasserstoff produzieren. Die haben meistens dann auch noch einen Puffer dabei. Wenn es eben große Mengen an Wasserstoff sind, dann werden die eben auch in Kavernen gespeichert. Es gibt geeignete Kavernenstandorte in Deutschland. Das ist überhaupt kein Problem. Die sind insbesondere natürlich in Norddeutschland vertreten durch die Salzstöcke im Untergrund. Und wir haben eine hervorragende Anbindung an das Versorgungssystem und an die Nutzer. Das ist also auch ganz wichtig. Also viele, drei dieser Hürden können wir schon aus dem Stand nehmen. Aber wie gesagt, das Thema Akzeptanz wurde auch schon einigermaßen angesprochen. Die Bevölkerung muss es auch wollen, die muss hinter dieser Energiewende auch dahinter stehen. Wenn das nicht möglich ist und wenn das Hürden gibt, dann dauern Genehmigungsverfahren Jahre, dann kriegen sie keine Akzeptanz, dann können sie keine Kavernen bauen, keine Leitungen bauen. Alle großen Infrastrukturprojekte scheitern oder werden verzögert durch mangelnde Akzeptanz. Das ist leider so. Wir kommen schon zur Zusammenfassung. Vorzüge des Systems Power to Gas ist, wie gesagt, die Kopplung von Strom- und Gasinfrastrukturen, die ist ja in Deutschland hervorragend entwickelt. Umwandlung von Überschussstrom in Wasserstoff oder künstliches Methan, um die Abregelung von Leistung zu vermeiden und die Netzstabilität zu gewährleisten. Speicherung großer Mengen umgewandelten Stroms sind technisch sofort möglich. Kavernen sind flexible und bedarfsgerechte Speicher. Die ermöglichen also die Ein- und Auslagerung großer Mengen von Energie.
Die direkte Nutzung des Wasserstoffs könnte über die Beimischung im Erdgasnetz erfolgen, bisher 2-5% Volumenanteil von Wasserstoff im Netz zulässig. Regional gibt es Ausnahmen, klar, das sind Versuche, wo auch höhere Anteile möglicherweise möglich sind, aber das muss reguliert werden. Da sind also enorme Anstrengungen möglich, um die Gasqualität, sagen wir in Deutschland und Europa, erstmal auf eine Wasserstoffnutzung umzustellen. Da gibt es also auch noch riesen Regelungsbedarf. Die Stromrückgewinnung über Brennstoffzellentechnik und Gaskraftwerke sollte auch kein Problem sein. Brennstoffzellen, gut, das muss also eben auch auf den industriellen Standard hochgeschoben werden. Anwendungsgebiete gibt es auch genügend, Mobilität, Wärme, Industrieanwendung, aber wie gesagt, der Markt ist noch gar nicht entwickelt in Deutschland. Wo haben Sie heutzutage die Möglichkeit, Wasserstoff zu tanken? Das geht gar nicht. Oder bleiben Sie mal mit Ihrem Wasserstofffahrzeug liegen, dann haben Sie ein Riesenproblem. Der ADAC wird Ihnen da auch nicht helfen können. Ja, wie gesagt, der andere Weg außer der direkten Nutzung ist Umwandlung von Methan in synthetisches Erdgas. Und das, wenn man diesen weiteren energetischen Schritt durchführt, dann hat man natürlich ein Produkt, was Sie sofort im bestehenden Netz auch verwenden können und speichern können. Das ist natürlich der Riesenvorteil. Zusammenfassung, es gibt natürlich auch ein paar Showstopper bei der ganzen Geschichte, Hürden und Defizite von Power-to-Gas, noch hoher Forschungsentwicklungsbedarf bis zur industriellen Serienreife des Systems. Wir wollen ja verlässliche Systeme haben, die nicht störanfällig sind. Und da sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt. Die Wirtschaftlichkeit muss deutlich verbessert werden. Noch besteht hoher Energiebedarf für die Umwandlung, Elektrolyse und für die synthetische Methanherstellung und zurzeit noch geringe Anlageneffizienz. Markt für breite Wasserstoffanwendung fehlt noch. Politik muss Weichen stellen, das ist leider so. Da wird sich die Politik nicht rausstehlen können. Wir brauchen Planungssicherheit, einen Regelungsrahmen für ein energiepolitisch durchdachtes und verlässliches Konzept der Energieversorgung. Sie haben alle mitbekommen, wie das in den Jahren, je nachdem wer an der Regierung war, hin und her gegangen ist. Die Industrie braucht Planungssicherheit, um investieren zu können. Und sie brauchen ganz wichtig, sie brauchen Akzeptanz, sachliche Aufklärung über das Konzept und die Folgen der Energiewende. Wenn das nicht passiert, dann wird es mit den Messgrößen nämlich schon schwierig. Umweltverträglich, klar, ist es auf alle Fälle sicher, kriegen wir hin, das ist ein technisches Thema. Zuverlässig und bezahlbar muss das Ganze auch sein, sonst findet es keine Akzeptanz bei den Bürgern. Zu guter Letzt, Energiewende, ich habe nochmal was rauskopiert. Das Ziel der Energiewende ist es, das Zeitalter der erneuerbaren Energien so schnell wie möglich zu erreichen und gleichzeitig den Preis für Strom bezahlbar zu halten. Ich denke, spätestens da beißt sich die Katze im Schwanz. Wie wir das lösen, das ist sicherlich die Aufgabe der Politik und der Wissenschaft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, schönen Dank, Herr Schweinsberg. Das heißt also nicht kleckern, sondern klotzen. Wir haben noch viel zu tun, auch viel zu forschen.